Pinke Häuser mitten in Skandinavien klingt erstmal nach einer seltsamen Vorliebe, ist aber tatsächlich ein Projekt der Künstlerin Oleg, das sich während des Aufbaus ganz schön verändert hat. Ursprünglich sollte das Projekt ja darauf hinweisen, dass jeder ein Zuhause braucht. Aber während der Arbeit daran lernte sie eine Menge Flüchtlinge aus Syrien und der Ukraine kennen, die ihr bei der Umsetzung halfen. Daraufhin ging es plötzlich um mehr. Mehr als nur den Ausdruck eines Heimes, sondern auf die Situation der Menschen hinzuweisen. 2015 haben 21 Millionen Menschen wegen Krieg und Konflikten ihr Zuhause in ihrem Heimatland verloren. Our Pink House ist ein Symbol für eine bessere Zukunft, voller Hoffnung. So wird die Künstlerin zitiert. Bei Instagram kann man Oleg dabei zusehen, einen Eindruck von ihrer Arbeit bekommen und die emotionale Geschichte dahinter verfolgen. Mehr Stories gibt's auf joyce.de.